Vier Tage nach dem Einsturz des historischen Stadtarchivs in Köln glauben die Ermittler ungefähr zu wissen, wie es dazu kommen konnte. Als sicher gilt, es hat mit dem Bau der U-Bahn zu tun und mit der Beschaffenheit des Erdreichs unter Köln. Hier sehen Sie das. Die oberste Bodenschicht unter dem Stadtarchiv besteht aus Kies und Sand. Dort kann sich Grundwasser sammeln. In rund 30 Meter Tiefe beginnt dann eine wasserdichte Schicht. Beim Bau der U-Bahn wurden zunächst die Röhren unterirdisch durch das weiche Erdreich gebohrt. Und für weitere Arbeiten ließen die Ingenieure eine Grube ausheben und dichte Schutzwände einziehen. Die reichen hinunter bis in diese feste, wasserdichte Bodenschicht. Um die Baustelle trocken zu halten, wurde regelmäßig Wasser abgepumpt. Dadurch stieg der Druck auf die Wände und damit auch auf den vermeintlich festen Untergrund. Offenbar, so glauben die Ermittler, drang dann doch irgendwie Wasser unter den Wänden hindurch. Der Boden der Baugrube wurde instabil, Sand und Kies traten ein und die Erde rutschte nach. Dem Stadtarchiv wurde buchstäblich der Boden unter den Mauern entzogen. Es ist noch nicht ganz klar, ob sich das alles genauso zugetragen hat. Daher ist es zurzeit auch sehr schwer, die Verantwortlichen für den Einsturz zu finden. Alle Hintergründe zu diesem Unglück und seinen Ursachen können Sie natürlich auch nachlesen bei uns im Internet unter heute.de.